Ich grüße euch, Gebirge ist hier mit einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles X. Heute sind wir im Industriegebiet und wie im letzten Part gesagt, haben wir hier Nukoksche, irgendwie sowas, oder Nukoksche, und sie hat eine Quest. Ich bin gespannt, was es für eine Quest sein wird. Dann sprechen wir einfach mal an. Dieses Gerät scheint sehr fortschrittlich zu sein, oder etwa nicht? Das ist mir alles ein bisschen zu hoch. Was für ein Mann und zu hoch? Was? Hallo? Du da? Kennst du dich zufällig mit der Funktionsweise zaroboganischer Technologie aus? Vielleicht? Zaroboganische Technologie ist höher als die der Manon, Kos. Nö. Wenn ja, würdest du dein Wissen mit mir teilen, ja? Frage Nukoksche, was zu reparieren? Was sie zu reparieren versucht? Nachfragen? Ratschlag geben. Empfehle Nukoksche, es mit einem kräftigen Schlag zu versuchen. Nachfragen erstmal. Oh, du bist auch so neugierig wie ich, weil ich meine, draufschlagen braucht man nicht, das Ding raucht so schon. Also, ich wollte mich daran versuchen, den Rucksack zu reparieren. Den Ateron immer bei sich trägt, weißt du? Oh. Ja, da weiß ich weder noch ein, noch aus, noch ein. Blablabla. Ich hatte gehofft, dass du vielleicht etwas Licht ins Dunkel bringen könntest. Wir Zaroboganer verwenden diese Rucksäcke, um Voltan von Startstoffen zu befreien. Damit wir nur maglose Unheil reiten. Verdammt mich. Damit wir nur makellose Unreinheiten entvoltanisieren. Okay. Wenn andere Substanzen enthalten sind, könnte das Entvoltanisieren tödlich enden. Deshalb ist es äußerst wichtig, dass mein Rucksack repariert wird. Oh. Vielleicht könnte es mit einer alten Zündkerze funktionieren. Vielleicht kannst du uns helfen? Dürfte ich dich bitten, eine für mich zu besorgen? Das Leben meines Freundes hängt von dem Erfolg dieser Reparatur ab, verstehst du? Zumindest ist es in großer Gefahr. Verdammt, ich kann heute echt nicht lesen. Wenn etwas schief geht, hilf mir also, ja? Klar. Ein Rucksack voller Sorgen. Der Rucksack von Ateron ist kaputt gegangen. Gehe Nukoksche bei der Reparatur zur Hand. Wir brauchen eine alte Zündkerze von einem kundigen Eulengaldar im Noctilum. Oder anderen Galdrim. Was sind Galdrim? Klingt mechanisch. Ich verlasse mich auf dich, in Ordnung? Während du das Material besorgst, werde ich die Bauweise des Rucksacks weiter analysieren, ja? Ich werde dieses Ding auseinandernehmen, studieren und reparieren. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Klingt überzeugend, oder? Klar. Was zum Teufel ist ein Dingens? Ein Galdar. Ich schau mal kurz nach. In der Liste müsste irgendwas zu finden sein. Enzyklopädie? Nach Region, weil wir ja nach Noctilum müssen. Wird es wahrscheinlich drinstehen. Sortieren nach Gattung. Ist das schon sortiert? Wie hieß das Ding noch gleich? Moment, wie hieß das Ding? Boah, das ist ein langes Zurückweg. Eulen. Also mit E fängt's an. Eulengana. Nein, nicht Oblivia. Nicht Oblivia. Noctilum. Der schönere Ort. Der schönere Ort, sagte ich. Verdammt mich. Eule, gar nichts. Nachname. E. Eule. Na, haben wir noch nicht gefunden. Okay, brauchen wir noch. Gimmivore sind... Was für Dinger? Dann nach Gattung. Simios, Kaleus, Tenebra, Dilios, Vulpa, Vorfex, Talios, Tectonsula, Blatter. Gimmivore. Das sind die Gimmivore. Brauchen wir die? Nee, Moment. Das waren Ganar, die wir suchen. Ich bin doof. Nein. Nicht. Nirgendwo. Gar nichts. Wo finden die die denn? Dann suche ich einfach mal. Nach Gattung. Klingt auf jeden Fall nach Mechanoiden. Vielleicht haben wir noch gar nicht getroffen. Das wäre natürlich ultimativ scheiße. Nee. Ein Wächterbot? Der Wächterbot-Bot. Boss. Der Wächterbot-Bot-Boss. Hä.
Humanoid ist das nicht. Pinsectoid? Nö. Insektoiden glaube ich mal nicht. Pteroiden? Nope. Nope. Das ist doof. Da ist es wohl auf Impfnoctilum. Wo finden wir denn Galdre? Galdrim. Galdrim, Galdrim. Ich geh mal zum Nazimbaum. Verdammt, ich kann heute echt nicht sprechen. Das ist totaler Schwachsinn. War gestern wirklich besser, war angenehmer. Könnte an der Schuleinstellung liegen. Bisschen hoch. Bisschen höher. Passt. So ist besser. So, ein Rucksack voller Sorgen. Wir müssen irgendwelche Galdre finden. Und eventuell töten. Das ist irgendwie cooler. Es ist auf jeden Fall eine Gattung oder ein Vieh, was wir noch nicht umgehauen haben. Klar, die Wurbehütete. Heidi und Öli. Lebt in der alte Holzödi noch. ist das Ding hier unten? Zum Abbauen? Das ist hier unten zum Abbauen. Ich wollte es eben noch mitnehmen. Ich finde hier irgendwas. Nein. Jetzt braucht man Level 3. Uäh. Nein. Sloof. Ich habe eine ausgefallene Idee, was das Ding sein könnte. Ist auch nur ein Sloof. Lichtschlag Pro irgendwas? Nein. Ein Galdre. Galdre. Das waren nicht diese fetten Viecher, die mir auf den Kopf gefallen sind, oder? Irgendwann mal. Nee, ich glaube, die müssten eingetragen sein mittlerweile. Hey, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Ich will das nicht abbauen. Ich habe ja jetzt wahrscheinlich Technologie, Archäologie oder sonstiges, was hoch genug sein sollte. Ich bin da nicht aggressiv. Nicht aggressiv, dankeschön. Teuflische Virago. Nee. Paprika sind es auch nicht. Ovaris, nope. Ich bin hier nochmal durchgelaufen, aber ich glaube nicht, dass hier irgendwas war. Sabulla, irgendwas. Apfel. Oh, ich habe noch Keuler angegriffen, wird. Ach, guck mal, da hinten haben wir Oxklaven. Hier haben wir unsere Freunde getroffen, die Ovren. Hier mal zum Abbauen. Bin trotzdem mal gespannt, wo wir das Ding finden. Wow. G5. Oh. Da haben wir oben eins. Haben wir zwei. Die sind ja bitte 37. Das kann ein bisschen in die Hose gehen. Don't worry about
Das kann echt in die Hose gehen. Ich glaube, wenn ich davon einen pullen sollte, dann... Wow, war da unten... Ne, 24 nur. Wenn wir davon einen pullen, dann den hier vorne. Nein, wir brauchen schon unser Geld dafür. So, von hier greifen wir an. Hoffentlich kriegen wir es hin. Noch eine Sache down. Die andere Sache kriegen wir auch noch hin. Das hat ja kaum Leben, das Ding, muss man sagen. Na komm, geh schon kaputt. Und lass mich bitte in Ruhe. Ich will mein Geld nicht kaputt haben. Ich wollte halt extra retten, verdammt nicht. Wo ist der hin? Was machst du da unten? Komm mal her. Laser tot. Haben wir einen? Oh, was ist das denn? Ein Schultermodul, was man erst ab Level 50 vertragen kann. Eine Ochseinheit. Okay. Aber zumindest noch ein paar Level-Ups. Cool. Aber nicht das, was wir brauchen. Okay, dann... Kommt mal bitte alle hier hoch. Beziehungsweise ich gehe mal kurz ein bisschen weg. Dann kommen die alle nach, direkt. So. Zweiter Versuch. So, das Ding, ne? Oder krieg ich seine Schulter? Da haben wir die Schulter. Das Ding hier, das müssen wir kaputt machen. Wow. Diese reinen Schadenswerte von uns, ne? Mit den unseren Scales, die sind immer hammerhart. Hammerhart, die Dinger. Kann man da drauf hauen, dann ist die Hand auch weg. Hoffentlich. Au! Komm. Na komm, geh kaputt. Läuft doch. Oh, Mana-Verstärkung. Egal, tot. Haben wir da bekommen? Alte Zündkerze. Jawohl. Passt doch. Jo. Was? Was hat sie gesagt? Ich hab's nicht ganz verstanden. Aber wir haben das Ding, was wir brauchen. Und, naja, wir sind hier hinten halt. Da im Giftsee, wo man so häufig hingeschickt wird. Da einmal in die Höhle für die Mission, da einmal hier vor zu einer Mission und da oben jetzt auch so ein Ding umgehauen. Bei dem Giftsee. Ist ganz cool hier, bei dem Außenposten Nummer, blutleere Wasser Außenposten. Knotenpunkt war 200 irgendwas? 210. Für die ist interessiert, ne? So, zurück nach NLA in das Industriegebiet. Zentrum. Einmal kurz teleportieren. So, wie sie es gehört. Yay. Ich hatte ein bisschen Bedenken wegen dem Level, aber mit 30 Gelds, easy peasy, tot. Und wir haben ein Item für Level 50, das gefällt mir auch. Ein sehr wertvolles. Klar, es ging doch besser mit unbezahlbar, aber... wer sowas braucht, ne? So, abgeben bei dem Ausrufezeichen. Naja, wo ich hätte lieber ein Fragezeichen gehabt hätte, aber naja. So, ne Quatsche, du. Wir haben da was für dich. Hast du eine alte Zinnkürze gefunden? Ja? Ich habe inzwischen eine ungefähre Vorstellung von der Bauweise des Rucksacks, weißt du? Vielleicht mit der Zündkerze. Mit der Zündkerze könnte ich ihn bestimmt reparieren. Vielleicht. So rum. Bitte schön. Genau so eine. Ich fange sofort mit der Reparatur an.
glaube, im Inneren des Rucksacks ist Voltan ausgetreten. Kann das sein? Ich würde jedenfalls den komischen Geruch... Nee, das würde ja auf jeden Fall den komischen Geruch erklären, oder? Denkst du, du kannst ihn reparieren? Das wäre großartig. Du bist immer so nett zu mir. Sind alle Mahnern so nett? Wahrscheinlich nicht. Im Gegensatz zu euch Zaroboganern vergessen Mahnern manchmal ihre Versprechen, weißt du? Marc, du hast bestimmt schon deine Erfahrung mit uns gemacht, oder? Wie wirken wir Mahnern auf euch Menschen wie dich? Loben, zeichnen ein positives Bild der Mahnern. Die sind recht nett eigentlich, bis auf der einen, wobei... Kritisieren, zeichne ein negatives Bild der Mahnern. Kann ich was Negatives zu den Mahnern sagen? Bisher eigentlich nicht. Bis auf der einen, der ein bisschen komisch ist, bei diesen komischen Mahnern-Mechaniker-Dingen. Wir loben sie. Das kann ich nur bestätigen. Nicht mal in meinem eigenen Volk habe ich jemanden gefunden, der so entschlossen war, mir zu helfen. Und von dir bin ich ebenfalls positiv überrascht. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du etwas Mahnern-artiges an dir hast? Nein, danke, nein, danke, nein, danke, nein, danke, nein, danke. Nein, 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 nein. Ich will kein Mahnern sein. Ihr habt nervige Stimmen. Ich glaube, mit einem verlässlichen Zaroboganer wie dir kann man leichter zurechtkommen als mit den meisten meiner Kollegen, oder? Ja, also, das glaube ich. Fertig. Gut, würde ich sagen. Die Reparatur ist fertig. Ich muss dich nur darum bitten, dass du mit dem Rucksack ein bisschen vorsichtiger umgehst, ja? Du meinst den auf Rücken hat, ne? Das ist seltsam. Mir ist so... Mein Körper reagiert nicht. Und tot. Shit. Sprich im Zentrum des Industriegebiets mit Atheron. Geht's dir gut? Nein. Ihr geht's nicht gut. Ja. Okocha steht nicht mehr auf. Was kann da passiert sein? Frage, ob sie möglicherweise Voltan eingeatmet hat. Beruhigen. Sage Atheron, dass sie sicher eine einfache Erklärung gibt. Mutmaßen. Du hast recht. Sie hat gesagt, dass aus dem Rucksack Voltan ausgetreten ist, richtig? Sie hat kaum eine Pause gemacht und war dem Voltan die ganze Zeit ausgesetzt. Tut mir leid, dich um Hilfe zu bitten, aber könntest du nach Kalt rausgehen? Nein! Und nach Hammerpflaumen und etwas Erz namens Palephium und Platin suchen? Ich kann daraus ein Entvoltanisierungsmittel herstellen, mit dem Nokocha sicher geholfen wäre. Bitte, sie ist meine erste Freundin in dieser Stadt. Oh. Ich könnte es nicht ertragen, wenn sie meinetwegen stirbt. Und dann ausgerechnet durch das heilige Voltan. Okay, das Erz, Doch, das Erz habe ich, beziehungsweise das Platin. Brauchen wir nur zwei Hammerpflaumen. Allerdings habe ich gesagt, ich gehe nicht nach Koldros, solange ich da nicht hingehen muss. Außerhalb einer Handlungsmission. Das heißt, später. Mache ich wahrscheinlich genauso wie Mahnern Mechaniker, wo ich später erst alles gesammelt habe. Genauso wie Professor B's Rückkehr, wo ich später erst alles gemacht habe. Und dann am ehesten nehme ich an. Überleg mal kurz, wie ist das andere Zeug? Die Welt der Gefühle. Das habe ich alles erst später gemacht in ein paar zusammen. Das kommt mit auf die Liste für später. Genauso wie, ich nehme an, wie heißt das Ding? Gefährliche Rituale, genau. Das machen wir auch später dann. So, was schicken wir als nächstes auf der Liste? Auf der Liste steht, die Arbeit ruft, Helfer gesucht. Das machen wir als nächstes. Beziehungsweise Miranium Gesuch. Wo ich auch zum Wasserwerk gehen muss. Genau wie das andere. Ist beides am Wasserwerk. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist Helfer gesucht sogar die Harmonie-Mission. Aber hier müssen wir erstmal ein bisschen Miranium abgeben. Für den Wasserwerksleiter der Stadt. Auf dem mein Zellgrad geparkt ist. Hi. Ah, du bist der Blade, der uns Miranium liefern wollte. Sehr gut. Hast du die 3600 Miranium? Oh, Mist, ich hab kein Miranium, richtig? Verdammt. Naja. Dann machen wir im nächsten Part einfach... Boah, das sind ja viele Missionen, ey.
machen wir im nächsten Part einfach diese Harmonie-Mission, die seit Ewigkeiten hier rumsteht. Und ich seit Ewigkeiten versuche angenommen zu haben, aber es hat ja nicht funktioniert. Diese hier. Beziehungsweise? Wenn ich so rechtlich überlege, ne, haben wir in diesem Part ja Part 100. Nochmal nachgezählt. Mache ich was Besonderes, glaube ich. Ich mache da was Besonderes, was Interessantes. Etwas, was vielleicht ein bisschen länger dauern könnte. Aber aus der Sicht von einem anderen Charakter vielleicht. Deswegen lasst euch überraschen, was im nächsten Part kommt. Yay. Ich bin raus. Wie gesagt, lasst euch überraschen. Ihr könnt mal mutmaßen und Sachen anstellen, überlegen, was wir im nächsten Part machen werden. Ich werde nichts sagen. Aber ich sag mal, ich bin raus. Ich wünsche euch noch was und man hört sich dann im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao.